Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer und zunächst einmal auch lieber Herr Kollege Schäfer. Sie sind sich wirklich für gar nichts hier wohl zu schade. Sie interpretieren irgendwelche Aussagen unseres Fraktionsvorsitzenden um, die er so nicht getätigt hat, und verlangen dann im Anschluss auch noch eine Entschuldigung. Ich möchte nur noch mal kurz daran erinnern, es liegt schon ein paar Monate zurück, da waren Sie es, die der SPD vorgeworfen hätte, wir würden gemeinsam mit der AfD paktieren, um das Wahlalter 16 durchzudrücken. Und wir haben an dieser Stelle eine Entschuldigung gefordert. Und diese Entschuldigung steht bis heute noch aus. Und da sollten Sie sich lieber mal hinterfragen, bevor Sie hier noch zusätzliche Entschuldigungen fordern. Und innenpolitisch will ich vielleicht dann doch noch zwei, drei Sätze auch schon direkt am Anfang verlieren. Ich komme später noch dazu, wenn Kollege Schäfer auch hier die GdP zitiert, dann zeigt es, es gibt wohl nur eine qualitativ hochwertige Polizeigewerkschaft an der Saar und das ist die GdP. Und das belegt sich auch an der Stelle, dass es jetzt wenige Tage her ist, dass es die CDU-Landtagsfraktion war, die Rainer Wendt als Chef der DPOLG eingeladen hat. Das ist schon sehr bedenklich und auch beachtenswert mit dem, was Sie hier auch immer wieder innenpolitisch vorschlagen. Ich möchte hier nur ein Beispiel dieses Herren auch mal unterbreiten. Rainer Wendt hat der Pegida-nahen Magazins Kompakt schon einmal ein Interview gegeben. Ich habe das kurz noch mal gerade rausgesucht. Dort wird er zitiert, und ich bitte um Erlaubnis, Frau Präsidentin, mit Macho-Kultur gehört zu jungen Muslimen dazu. Das gehört schon fast zum genetischen Grundbaustein dieser Kultur. Wer von solchen Dingen spricht und diese Person auch noch eine Plattform gibt, als CDU-Landtagsfraktion, als Opposition, der sollte sich hier mit irgendwelchen Aussagen in der Richtung immer wieder hinterfragen. Wir erleben derzeit herausfordernde und auch zugleich besondere Tage. Die haben wir so wahrscheinlich in der Form auch noch nicht erlebt. Auf der einen Seite haben wir, das ist jetzt auch schon mehrmals angeklungen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und auf der anderen Seite läuft uns mit Blick auf den Klimawandel nach wie vor die Zeit weg. Wir müssen dringend die notwendigen Investitionen auch tätigen und die Kurve kriegen, damit sich noch unsere Industrie rechtzeitig transformieren kann. Und seit gestern ist insbesondere mit Blick auf die Stahlindustrie klar, das ist nicht mehr bloß eine Forderung, sondern uns wird das auch gelingen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich hat das Urteil, und das ist auch schon angeklungen, Auswirkungen auch auf unseren Transformationsfonds. Es geht darum, das Paket nun auch so rechtssicher zu schnüren, dass die Transformation der saarländischen Industrie gelingt und dass auch zigtausend Arbeitsplätze an der Saar so hier auch gesichert bleiben. Und ich möchte mich an dieser Stelle zunächst einmal nochmal bei den vielen klugen Köpfen rund um unseren Finanzminister Jakob von Weizsäcker und auch bei Staatssekretär Wolfgang Förster bedanken, die sich seit der Urteilsverkündung, ich glaube, da wurde wenig geschlafen, 24/7 darüber Gedanken gemacht haben, wie man nun auch den Transformationsfonds rechtssicher anpassen kann. Es ist auch euch zu verdanken, dass die Gelder wahrscheinlich so nun in die Transformation unserer Industrie fließen können. Und man sollte ja mit Blick auf die Bundespolitik vorsichtig sein, wenn man den Begriff historisch erwähnt. Aber ich glaube, das war gestern wirklich ein historischer Tag für die Beschäftigten der Stahlindustrie und auch ein historischer Tag für unser komplettes Bundesland. Jahrelang sind wir gemeinsam mit den Beschäftigten der Stahlindustrie und vielen weiteren Saarländerinnen und Saarländern immer wieder auf die Straße gegangen, um für die Zukunft der saarländischen Stahlindustrie auch zu kämpfen. Und wir wollten nicht zuschauen, wie die sozialökologische Wende über unsere Köpfe hinwegfegt, sondern wir wollten diesen Wandel auch aktiv mitgestalten. Und dieser Kampf, er hat sich auch gelohnt.
Die Gelder für das größte Dekarbonisierungsprojekt Europas sind jetzt zugesagt vom Bund und es zeigt sich, dass auch zugleich alles möglich ist, wenn man beharrlich bleibt und nicht bei dem kleinsten Gegenwind sofort einknickt. Dass die Transformation der saarländischen Stahlindustrie nun so auch gelingt, das haben wir auch insbesondere unserer Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und auch unserem Wirtschaftsminister Jürgen Barke zu verdanken. Ich bin mir sicher, ohne euren unermüdlichen Einsatz, ohne eure Beharrlichkeit hätten wir gestern nichts zu feiern gehabt. Das war ein hartes Stück Arbeit und dieser großartige Erfolg bleibt auch euer großartiger persönlicher Erfolg. Jeder ausgegebene Euro hilft zum einen dem Klima und darüber hinaus auch noch den Arbeitsplätzen an der Saar. So geht kluge, nachhaltige und auch innovative Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn wir auch hier ehrlich sind, dann muss man sagen, es war zwischendrin nicht immer einfach. Insbesondere, wenn die CDU mal wieder nicht wusste, wo sie wirtschaftspolitisch überhaupt hin möchte. Beispielsweise, als sie sich morgens hier im Plenum für die saarländische Industrie stark gemacht haben und abends dann in Überherrn gegen Eswold gestimmt haben. Oder als sie noch im Novemberplenum als CDU sich stark gemacht haben für die Stahlindustrie im Saarland und dann wenige Tage später eine mögliche Klage gegen den Transformationsfonds in den Raum gestellt haben. Ich bin froh und erleichtert, dass es nun doch anders kommt und dass die Klage gegen den Transformationsfonds so wohl auch vom Tisch ist. Am Ende wird eben doch alles gut. Und wir haben es heute Morgen auch noch einmal von den Kolleginnen und Kollegen der Stahlindustrie gehört. Jetzt gilt es auch, dass wir auch im Saarland den Sack zumachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir leben in schwierigen Zeiten, ich habe es gesagt, und wir sind von den Saarländerinnen und Saarländern auch dazu gewählt worden, um die Probleme in ihrem Sinne zu lösen. Natürlich wird auch der Doppelhaushalt alleine gerade auf alle Probleme nicht direkt die Antwort finden und auf einen Schlag lösen können. Das ist vollkommen klar, aber dieser Haushalt, er ist ein guter und auch ein mutiger Schritt für die Lösung dieser Herausforderung. Mutig und auch entschlossen. Das sind die Worte, die mir auch einfallen, wenn ich an unser Schulbauprogramm Baustein denke. Wenn wir heute in unsere Schulen gehen, dann ist der Zustand oft erschreckend. Wir stellen fest, dass Risse in den Wänden sind, dass manches Fenster nicht mehr richtig abschließt und undicht ist, Heizungen, die nicht mehr so funktionieren, wie sie das sollen und auch Klassenräume, die nach wie vor so konzipiert sind, wie das vor 30 oder 40 Jahren für den Unterricht benötigt war. Aus meinen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgermeistern weiß ich auch zudem, dass die eine oder andere Schule jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt ist und dass hier und da ein Erweiterungsbau notwendig ist. All das wirkt sich natürlich auch auf unsere Schülerinnen und Schüler aus. Wie können wir erwarten, dass die Kinder und Jugendlichen in diesen maroden Gebäuden die beste Bildung erfahren? Wie können wir erwarten, dass sich diese jungen Menschen in einem Lernumfeld konzentrieren können, in dem es im Sommer viel zu heiß und im Winter viel zu kalt ist? Wir wollen das nicht weiter hinnehmen und mit dem Schulbauprogramm Bausteine setzen wir dem Ganzen auch ein Ende. Durch den Ausbau, die Modernisierung und die energetische Ertüchtigung sorgen wir nicht nur für maßgebliche Verbesserungen und Weiteres für unsere Schülerinnen und Schüler, sondern darüber hinaus entlasten wir auch entscheidend die Kommunen und auch die Landkreise, den Regionalverband als Träger der saarländischen Schulen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau und natürlich auch einen Innovationsstau in unseren Schulen. Der hat sich in den letzten Jahren wirklich angestaut. Aber die Landesregierung lehnt sich hier nicht zurück und unterstützt dabei, auch diesen Stau abzuarbeiten. Ich bin unserer Ministerpräsidentin und auch dem gesamten Kabinett dankbar, dass sie 205 Millionen Euro zur Ertüchtigung der saarländischen Bildungsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das größte Förderprogramm für unsere Kommunen, das Land jemals aufgestellt hat. Und neben der Bereitstellung der finanziellen Mittel werden auch Förder- und Projektlotsen nun eingesetzt, damit die Kommunen auch möglichst schnell, reibungslos und unkompliziert an die Förderanteile auch kommen. Oftmals ist die Aktivierung der Mittel für die Verwaltung kompliziert und auch zu zeitintensiv.
Was bringen uns die tollsten Fördertöpfe, wenn wir sie am Ende so hochhängen, dass niemand drankommt? Das müssen wir in Zukunft weiter verbessern und wir gehen mit dem Förderlotsen beim Schulbauprogramm guten Beispiels auch hier voran. Auch hieran zeigt sich, wir unterstützen unsere Kommunen und lassen sie nicht am ausgestreckten Arm verhungern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bleiben wir bei der Bildung und es wurde ja auch eben schon die Kita-Beitragsfreiheit bis 2027 angesprochen. Hier investieren wir als Land 47 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Dazu gehört auch, dass wir als Land künftig die Beiträge für die Familien im Sozialleistungsbezug übernehmen. Dadurch werden zusätzliche Mittel, und zwar in Höhe von 13 Millionen jährlich, für unsere Landkreise und auch für den Regionalverband frei, die sie auch anders investieren können. Mit den Investitionen in die Kita-Beitragsfreiheit entlasten wir also auch nicht nur hier die Familien einerseits, sondern auch die Landkreise und den Regionalverband. Auch so geht nachhaltige und kluge Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch abseits des Schulbauprogramms, den Entlastungen der Kita-Beitragsfreiheit, müssen wir die Kommunen weiter entlasten, damit auch unsere Kommunen in Zukunft stark bleiben. Damit sie stark bleiben, und auch investieren können, benötigen wir auch für unsere Kommunen eine angemessene Finanzausstattung. Als Saarland haben wir hier in einem einmaligen Kraftakt, dem Saarlandpakt, der ist hier auch schon mehrmals angesprochen worden, 1 Milliarde Euro an Kassenkrediten von unseren Kommunen übernommen und so auch weitere wichtige Investitionen in Straßen, Spielplätzen und auch Hallen zusätzlich erst möglich gemacht. Und wir wollen, und das hat auch Kollege Schäfer dieses Mal nochmal umschifft, auch hier dass es eine Übernahme der kommunalen Altschulden gibt. Und hierfür ist es auch zwingend notwendig, dass auch hier die Union endlich den Weg frei macht und für die notwendigen Mehrheit im Bundesrat und im Bundestag sorgt. Und das kann auch nicht so schwer sein. Ich spreche das jetzt bereits zum 3. Mal in diesem Jahr hier an. Und es ist bislang immer noch nichts passiert. Es ist wirklich ein Trauerspiel. 0 erkennbare Initiative von der Saar-CDU innerhalb der Union, sich für die historische Entschuldung der Saar-Kommunen tatsächlich einzusetzen. Machen Sie wirklich bitte den Weg frei. Auch als Opposition kann und sollte man im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Wohle des Landes verantwortungsvoll handeln. Herr Toscani, Sie haben es heute Morgen erwähnt. Ich möchte es deswegen noch einmal hier wiederholen. Sie sprachen von einer Verantwortungspartnerschaft. Und ich hoffe, das gelingt uns nicht nur mit Blick auf die Transformation und auf den Trafo, sondern darüber hinaus auch mit Blick auf die Übernahme der Altschulden gegenüber dem Bund. Und wenn Sie es ernst meinen mit den Kommunen, dann erwarte ich auch in Zukunft, dass Sie die Altschulden in Ihren Reden auch erwähnen und dass Sie sich wirklich endlich innerhalb der Union genau dafür stark machen. Ich glaube Ihnen, dass Sie auch dafür sind. Ich weiß auch, dass es schwer ist, sich innerhalb der Union dafür durchzusetzen. Aber versuchen Sie es doch wenigstens bitte einmal. Und neben der Übernahme der Altschulden bedarf es auch der Reform des 40 Jahre alten KFAs. Gemeinsam mit unserer kommunalen Familie machen wir uns dort jetzt als Landesregierung auch auf den Weg und beleuchten neben den horizontalen auch die vertikalen Finanzströme. Auch wir haben uns mit SSGT und LKT ausgetauscht im Vorfeld und sie haben uns auch nochmal Feedback gegeben und gesagt, dass die Gespräche hierzu bislang sehr gut laufen und auch konstruktiv sowie auch auf Augenhöhe. Die Städte und Gemeinden müssen künftig den Erwartungen an kommunalen Investitionen auch gerecht werden können, weil auch ihre Aufgaben sind nach wie vor vielschichtig. Klimaschutz, Energiewende, Mobilität, Digitalisierung, das sind nur ein paar Beispiele, aber richtig dicke Brocken für unsere Kommunen. Uns muss es gelingen, die Finanzkraft der Kommunen weiter zu verbessern, damit auch die Verwaltung weiter digitalisiert werden können und auch so die Verfahren beschleunigt werden können. Auch so können wir den Investitionsstau in den Kommunen weiter abbauen. Auf diesem Weg stärken wir auch die lokale Wirtschaft. Denn mit jedem Geld, mit jedem Euro, den wir auch dort den Kommunen zufließen lassen, den sie dann investieren können, werden auch weitere Euro nochmal zusätzlich in der Privatwirtschaft locker. Und das ist auch gut so. Gerade durch die inflationsbedingten Steueranbrüche, steigende Energiekosten, migrationsbedingte Mehrausgaben und weiteren Ausgabenexplosionen, auch hier die Liste ist endlos lang, wird die Investitionskraft von den saarländischen Kommunen immer weiter eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, dass wir die strukturellen Probleme unserer Kommunen und
gerade auch durch die Übernahme der Altschulden gelöst bekommen. Unsere Kommunen bedürfen dieses digitalen, innovativen, modernen, aber auch finanziellen Updates, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben den vielen täglich anfallenden kommunalen Aufgaben sorgen unsere Kommunen auch dafür, dass die Geflüchteten gut untergebracht werden. Viele Beschäftigte in den Kommunen arbeiten neben ihrer zusätzlichen Tätigkeit in der Verwaltung von früh bis spät daran, die zu uns geflüchteten Menschen in den Städten und Gemeinden unterzubringen und damit sie dort eine neue Heimat finden können. Die Beschäftigten in den Verwaltungen, sie haben es oft nicht leicht. Sie müssen manch unangenehme Entscheidungen auch treffen. Und manches würde wahrscheinlich in diesem Land nicht so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Und sie alle leisten Großartiges und sie verdienen unseren Respekt. Ihnen ist es mitunter zu verdanken, dass größtenteils Belegungen von Turnhallen vermieden werden konnte. Ein weiterer Grund hierfür war die schnelle, unkomplizierte Bereitstellung des Containerdorfes in Ensdorf und auch die Anmietung von weiteren Hotels durch die Landesregierung. Und da ist es auch gut, dass diese Verträge verlängert wurden. Dadurch können wir den Kommunen während des steigenden Ankunftsgeschehens die notwendige Luft geben, die sie auch brauchen, zum Durchatmen, aber auch Zeit für die Wohnraumakquise und die Unterbringung vor Ort. All das zeigt, wir lassen unsere Kommunen in dieser schwierigen Phase mit der Unterbringung der Geflüchteten nicht im Stich. Wir entlassen sie dort, wo wir können, und wir unterstützen sie dort, wo wir es können. Und auch dort, wo wir Druck auf den Bund ausüben müssen, machen wir das auch. Und das zeigen auch die neuesten Bund-Länder-Beschlüsse vom November. Wir stehen dort an der Seite der Kommunen. So manches saarländisches Dorfgemeinschaftshaus ist in den letzten Jahren wirklich in die Jahre gekommen und muss auch dringend saniert werden. Und deshalb werden wir auch hier weiterhin als Land unserer Aufgabe gerecht und wollen auch hier den ländlichen Raum stärken und die Kommunen dadurch unterstützen. 28 Millionen Euro haben wir zusätzlich bis 2027 verplant in der Förderallianz, um so die kommunale Dorfentwicklung durch das Umweltministerium und auch das Innenministerium sicherzustellen. Davon profitiert beispielsweise auch das Dorfgemeinschaftshaus in Oberwürzbach, das nun komplett ausgebaut und auch fertiggestellt werden kann. Mit solchen Maßnahmen stärken wir zum einen das gesellschaftliche Zusammenleben und zum anderen auch die Attraktivität unserer Dörfer. Die Saarländerinnen und Saarländer, sie haben nämlich genauso ein Anrecht, in schönen, sanierten Dörfern zu leben, wie das andere Menschen in der Republik dürfen. Unsere Dörfer müssen auch in Zukunft lebens- und liebenswert bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen ein Bundesland, das auch noch in Zukunft investieren kann, das Sicherheit gibt und das auch die Bürgerinnen und Bürger schützt. Und es wurde auch schon oft jetzt angesprochen, das ist in diesen Tagen leider immer noch nicht, obwohl wir 2023 leben, der Fall. Jüdinnen und Juden fühlen sich im Saarland nach wie vor nicht sicher, wenn sie auf die Straße gehen, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken und auch wenn sie sich überlegen, ob sie zum Gebet in die Synagoge gehen. Wir wollen als SPD-Fraktion, und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch mehrmals nochmal betonen, das nicht weiter hinnehmen. Wir wollen das jüdische Leben weiter schützen. Deshalb werden wir die Mittel im Doppelhaushalt auch bereitstellen, um dieser Brücker Synagogengemeinde baulich und auch personell weiter zu schützen und zu verbessern. Zudem ist es uns als Fraktion wichtig, dass gerade in dieser angespannten Zeit der Verfassungsschutz personell weiter gestärkt wird. Antisemitismus und Rassismus, sie haben bei uns im Saarland keinen Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich davon spreche, dass die Sicherheit im Saarland gewährleistet werden muss, dann gehört dazu auch eine gut aufgestellte Polizei. Wir wollen, dass unsere Polizei wieder attraktiver wird und haben auch die Trendwende beim Personalaufbau eingeleitet. Und dieser Netto-Personalaufwuchs, der wird auch in den nächsten Jahren spürbar sein. Binnen eines Jahrzehnts werden wieder 2.900 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt sein. Mehr Personal, bessere Ausstattung, ein besseres Zulagewesen und auch die Potenzialanalyse, die zudem die Doppelstrukturen abschafft und auch die Polizistinnen und Polizisten genau dort einsetzt, wo sie benötigt werden. Mit diesem Polizeipaket gehen wir die Herausforderungen der saarländischen Polizei an. Wir entlasten die saarländische Polizei
und wir geben auch den Polizistinnen und Polizisten die Wertschätzung, die sie verdienen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Haushaltsgesetzgeber setzen wir mit diesem Haushalt in schwierigen Zeiten die wichtigen Botschaften, nämlich Zuversicht und auch Sicherheit. Wir schaffen einen verlässlichen Rahmen für die Bewältigung aller Herausforderungen, von der Wirtschaft über die Bildung bis hin zur inneren Sicherheit. Wir setzen die Weichen auf eine nachhaltige Zukunft. Mit einem Gesamtvolumen von 11,8 Milliarden Euro gibt ihr eine kraftvolle Antwort auf die komplexen Probleme unserer Zeit und sorgt jetzt, wo so viel über Verunsicherung gesprochen wird, für die angebrachte Stabilität. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der SPD, sollten wir uns von niemandem kaputtreden lassen. Glück auf!